meine Autoschlüssel. Das erste Mal zelten. Das erste Mal Ferienhaus. Und das mit 6 Kindern. Großfamilien machen Urlaub. Man packt doch die Sachen darüber. Welche Sachen? Der Lärmpegel ist hoch, das Geld knapp. Chaos gehört zum Alltag. Ich bin nervös, weil ich immer denke, ich habe was vergessen. Koffer, Taschen und kein Ende. Um jedes Kleidungsstück wird gekämpft. Meinst du nicht, dass du das nochmal anziehen kannst? Mama, ich hab da T-Shirts und kurze Hosen drin. Dann packe ich dir das noch ein. Focus TV begleitet 2 Großfamilien in den Sommerurlaub. In die Berge und ans Meer. Urlaubsstimmung in Porz, einem Stadtteil von Köln. In diesem Reihenhaus wohnt Großfamilie Jansen. Mutter Ivonna und ihre Kinder packen Koffer. Morgen fahren wir zum Strand. Ja! Ja! Für die Mutter von 8 Kindern bedeutet das erstmal Stress. Also ich brauche schon 2 bis 3 Tage, um alles vorzubereiten. Und wenn ich dann fertig bin, dann brauche ich tatsächlich Urlaub. Auch Ehemann Felix packt voller Vorfreude. So, mal gucken, was wir davon mitnehmen. Für die Reise an die Nordsee will er gut gerüstet sein. Oh, wichtig, Tanktops. Jeden Tag mindestens ein Tanktop. So, und die Ruhe, das ist das, wo ich mich wirklich am meisten drauf freue. Und natürlich dann auch mal endlich mal wieder ans Meer zu kommen. Auf jeden Fall ist das ein Traum, dass wir mal zusammen verreisen. Zu so viel. Die Jansens sind nämlich zu 10. Mutter, Vater plus 8 Kinder. Baby Keanu ist erst 13 Wochen alt. Mia ist 2 Jahre alt. Naina 3. Ihre Schwester Alia 7. Bruder Fabio 10. Rico ist 18. Und Marc 19 Jahre alt. Und die 22-jährige Laura ist bereits ausgezogen. Mutter Ivonna ist 42 und war zusammengerechnet 6 Jahre schwanger. Eigentlich wollte ich immer nur 2 Kinder. Die hatte ich dann mit meinem ersten Mann damals. Und das ist dann aber in die Hose gegangen. Es hat nicht gehalten. Und dann habe ich den Felix kennengelernt. Und wir wollten dann unbedingt natürlich noch ein Kind zusammen haben. Das war dann der Rico. Ja, dann kam dann unangemeldet nach 8,5 Jahren der Fabio. Und der war halt nicht geplant. Aber trotzdem, es war so für mich, ja, eigentlich super schön, weil das ist so nach 8 Jahren noch mal ein Baby zu bekommen. Das war ja dann das vierte, war schon echt noch mal eine Herausforderung und so Nachzüglerchen, wunderbar. Und daraufhin haben wir dann noch mal die Alia geplant. Und die Naina war dann noch mal ungeplant. Die Mia und der Keanu waren dann noch mal geplant. Überhaupt ist Planung das A und O in einer Großfamilie. Als zweitältester Sohn kümmert sich Rico meistens ums Mittagessen und erledigt nebenbei noch so einiges andere. Ja, ich helfe auch sehr viel. Das ist auch mein großer Bruder genauso. Wir sind halt immer die Stütze von meinen Eltern. Ich zum Beispiel mache abends meistens die Kleinen fertig, bringe die ins Bett. Bringe meinem Bruder und meinem Papa immer die ins, hier unten Klarschiff machen. Und dann haben wir schon alles gemacht. Das hat eine ganz strikte Verteilung. Das stört den 18-Jährigen aber nicht. Wenn es um seine Geschwister geht, hilft er gerne. Ohne ihn wäre es für Mutter Ivonna auch kaum zu schaffen. Während die Kleinen fröhlich mampfen, wartet ein Stockwerk höher diese Herausforderung. Täglich muss Ivonna etwa 3 Maschinen Kleidung waschen. Der Haushalt nimmt die Vollzeitmutter komplett in Anspruch. Alleine fürs Wegbügeln eines solchen Wäschebergs braucht sie pro Tag mehrere Stunden. Mal gucken, ob wir hier noch was brauchen. So, das ist mein alltägliches Wäschechaos. Dabei ist das schon sehr geschrumpft, das Wäschechaos. Das war ungefähr so hoch. Bis morgen muss sie fertig werden. Dann geht es in ein Ferienhaus nach Holland. Ja, die Vorfreude steigt total. Ich bin schon ganz aufgeregt. Aber wenn mir im Hinterkopf ist immer, hoffentlich vergisst du nichts. Du musst an das denken, an das denken, an das denken, an alles denken irgendwie. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich vergesse irgendwas und ich komme nicht vorwärts. Die Familie ist schon seit Jahren nicht mehr zusammen verreist. Deshalb ist der Urlaub am Meer für alle etwas Besonderes. Auf das Schwimmbad, was neben uns ist, und da können wir kostenlos schwimmen gehen.
Und Fabio, auf was freust du dich am meisten? Auf den Strand. Und ich freue mich noch auf die Kinderdisco, die jeden Abend ist. Was für eine Kinderdisco? Die kleinsten und die größten Kinder trennt ein Altersunterschied von 21 Jahren. Sie müssen auf engstem Raum zusammenwohnen. Der 19-jährige Mark ist bereits in Ausbildung, teilt sich aber noch mit seinem Bruder Rico ein Zimmer. Nervt das nicht? Macht schon Spaß und so, manchmal ist es stressig und so weiter, aber es ist trotzdem schön halt. Ja. Weil man sieht, wie die aufwachsen und so weiter. Ja. Die nächste Woche hat er aber erstmal Ruhe. Er fährt nicht mit nach Holland. Im Raum nebenan dominiert eine Farbe, rosa. Das Mädelszimmer samt Einrichtung gefällt den drei Kleinen so gut, dass sie sich für die Urlaubstage von nichts trennen wollen. Ich möchte auf jeden Fall das mitnehmen und dieses hier. Und mein Sorgenfresser und eine andere Katze und auch meine Hollandpuppe, die aus Holland ist. Der Leidtragende dieses Wunschkonzerts ist ihr Papa. Passt so viel Gepäck überhaupt ins Auto? Vater Felix gibt sein Bestes. Also in den hier kriege ich nicht alles rein, aber wir haben zwei Kofferräume und das passt. Die Familie muss nämlich mit zwei Autos nach Holland fahren. Acht Personen passen weder ins SUV noch in das Stadtauto. Damit du von hinten rausgucken kannst, packen wir das nach da rein. Und dann sind wir eigentlich fertig. Wo ist der Ball? Wo tust du die Box hin? Welche Box? Die Kühlbox. Das mache ich noch da drauf. Da muss ich noch ein bisschen modulieren oder ich tue die auf dem Rücksitz bei mir. Wäre vielleicht sicherer. Jetzt muss nur das Runde irgendwo ins Eckige. Passt. 1:0 für Papa. Morgen geht's los. Auch 300 Kilometer nördlich, im niedersächsischen Oldenburg, herrscht Vorfreude. Familienvater Sven Kehmeier rüstet sich für einen Kurzurlaub mit Frau und Kindern. Bei 8 Personen kommt einiges zusammen. Hier ist ein Schlafzimmer. Das Besondere, die Kehmeiers wollen campen. Zum ersten Mal im Harz. Für die Kleinen sicher ein Riesenabenteuer. Kinder waren noch nie zelten, also es wird eine ganz, ganz große Überraschung. Mal sehen, also ich bin auf die Nächte mal gespannt. Wir sind in einem ganz großen Zelt zusammen und ja, mal sehen, ob sie da schlafen werden. Deswegen machen wir jetzt einmal ein langes verlängertes Wochenende und schauen mal. Parallel packt Ehefrau Arti die Kleidung. Der 6-jährige Tom ist als erstes dran. Der oder der andere von Josi? Also, wie viele Tage sind wir weg? Ich glaube 2. 3, 4. 4? Also wir brauchen für Samstag was, für Sonntag was, für Montag was. Also 3 Tage. Und das sind die Kehmeiers. Mutter Arti und Vater Sven. Der älteste Sohn Thies ist 12. Nach ihm kommen der 9-jährige Till und die 8-jährige Laura. Dann der 6-jährige Tom und seine Zwillingsschwester Josie. Zum Schluss Baby Clara. Die 1,5-jährige ist die Nachzüglerin. Mit so vielen Kindern zum Zelten. Das hört sich für die Mutter nach purem Stress an. Ich freue mich gedämpft aufs Zelten. Also es wäre natürlich jetzt schöner, im Hotel Urlaub zu machen. Aber die Kinder freuen sich drauf und dann macht man das mal mit. Also ich werde bestimmt kein Camper. Das auch noch. Ganz anders die kleine Clara. Die ist begeistert. So. Und jetzt kannst du mir helfen. So. Ja, gleich machen wir das zu. Ja. Ja. So, kommen wir da durch. Oh. Das ist aber schwer, ne? So, stell mal hin. So, und dann kannst du es da hinschieben, Mausi. Bien, jetzt lässt es mitten im Gang stehen. Der Kofferberg wächst stetig und auch die Campingsachen werden immer mehr. Aber das soll das alles ins Auto kommen? Ich hoffe, es passt. So, lass mal gucken ins Auto. Clara, du kannst mit. Ich zieh Gaben. Die schweren Sachen nach unten. Du hast den Tisch. Sven ist sich sicher, dass in den Familienbus alles reinpasst. Selbst ist der Mann. So, jetzt müssen wir ein bisschen taktisch packen hier. Die Sachen, die wir quetschen können, nach oben und die leichten Sachen und die schweren Sachen alle nach unten. Dazu kommen noch die Koffer und Boxen, die Arti mit Clara gepackt hat. Leider nicht besonders effektiv. Nein!
Das ist nicht dein Ernst, oder? Und ist sie auch halb leer? Ja, ist sie. Dann pack doch die Sachen darüber. Welche Sachen? Ja. Ich mach mal vorne. Geht doch mal alle raus aus dem Auto. Warum fahren wir heute nicht? Weil ich morgen früh noch arbeiten muss, ganz kurz. Doch. Sven ist angestellter Veranstaltungskaufmann. Im Urlaub arbeitet er zumeist zusätzlich selbstständig auf Festivals, um die Familie zu finanzieren. Seine Freizeit ist rar. Vorsicht, wir machen mal einen Test, ob es noch zugeht. Perfekt. Zeit fürs Abendessen. Mutter Arti macht sich so ihre Gedanken, wie sie ihre Familie auf dem Campingplatz versorgen will. Ja, also klar, wir haben keinen Kühlschrank. Auch keine Tomaten. Kinder, die könnt ihr mal aufsammeln und eben abwaschen. Und eben essen. Und auf jeden Fall werde ich das so machen, dass wir zum Frühstück nur Sachen essen wie Butter und Marmelade. Irgendwie was Schnelles, Einfaches. Und dass wir abends dann irgendwie Gemüse zum Dippen und Baguettebrot sowas machen. Einen Urlaub im Hotel könnten sich die Kemeyers nicht leisten. Obwohl Sven normal verdient und sie noch rund 1.200 Euro Kindergeld monatlich bekommen. Also es ist für uns auf jeden Fall was Besonderes. Wir können nicht jedes Jahr in Urlaub fahren. Fliegen ist sowieso nicht drin, weil mit 8 Leuten unbezahlbar, sage ich mal. Auch organisatorisch mit so vielen Leuten, das ist so viel Gepäck. Deswegen sind es Highlights, können wir nicht oft machen. Wir probieren in den Sommerferien Einzelausflüge zu machen oder mal wirklich dann längere Wochenenden. Aber ein richtig langer Urlaub ist nur schwer drin. Als Highlight will die Familie dieses Mal mit einer Schmalspurbahn hoch auf den Brocken hinauf. Alle sind gespannt. Also ich freue mich am meisten auf die Zugfahrt. Und auf das Zelt. Morgen geht es für die Kemeyers los in den Harz. Das erste Mal zelten. Der nächste Tag in Köln. Für ihre Fahrt nach Holland hat Familie Jansen gestern zwar die Autos gepackt, aber es fehlen noch die Kühlwaren. Schließlich sind die Kölner auch im Urlaub Selbstversorger. In Holland sind die Preise für Lebensmittel ja deutlich teurer und deswegen nehmen wir schon einiges von zu Hause hier mit. Für Lebensmittel gibt die 10-köpfige Großfamilie rund 300 Euro pro Woche aus. Restaurantbesuche sind kaum drin, auch nicht im Urlaub. Kurz vor 8:30, die Kids sind startklar. Wir haben schon 8.21 Uhr, das heißt, wir fahren jeden Moment los. Unser Urlaub. Der Proviant muss noch ins Auto und es ist irgendwie doch mehr als gedacht. Chaos. Da ist über Nacht was dazugekommen. Ich werde jetzt erstmal gucken, wie ich das alles ins Auto kriege. Vater Felix muss also noch mal umpacken. Sohn Rico hilft mit. Eigentlich wollten die Jansens spätestens um 7 in der Früh Richtung Holland losfahren. Jetzt ist es schon fast 9. Warum hat das denn gestern gepasst? Wie viel kommt da jetzt noch? Noch so einiges. Die 2 Kofferräume sind aber schon voll. Aber siehst du, da passt bei Nena, würde das noch reinpassen. Dann kann ich hinten rausgucken. Ja, da kommt noch mehr. Yvonne, lass mich packen. Du hast keine Ahnung, wie viel das ist. So. Nach einer Stunde Umräumen kann es endlich losgehen. Im familieneigenen Fuhrpark herrscht Geschlechtertrennung. Vater Felix hat die beiden Jungs an Bord, Mutter Yvonne die Mädchen. 3 Stunden Fahrt liegen vor ihnen. Du hast ein Handy dabei? Ja. Kontakt mit Mama? Ja. Perfekt. Ihr Ziel in rund 300 Kilometern Entfernung ist diese Anlage mit Ferienhäusern in Holland, direkt am Wasser. Die Familie ist aus Kostengründen bisher immer getrennt verreist und hat privat bei Verwandten übernachtet. Am Meer waren die Jansens zu 8 noch nie. 3 Stunden später. Ankunft in Braunisse, einem Fischerort. Jetzt sind alle auf das Haus gespannt. Ich habe keinen Schlüssel. Oh, ich hab Schlüssel. Aber ich. Ja. Erste Blick. Kinder lassen wir jetzt drin. Oh mein Gott. Und wie sieht es innen aus? Das ist mein Platz. Oh yeah. Wie findest du das, Felix? Ja, cool. Lass mal hochgehen. Ich möchte meinen Platz gucken. Erste Blick. Komm, wir gehen hier hin. Also
Das ist noch ein paar Wünsche von dir und Mama? Nein! Wie gefällt es dir, Lia? Sehr toll. Komm, Lenny, wir suchen uns ein Zimmer aus. Ich finde das total toll hier. Das ist so schön. Wir waren noch nie in einem Ferienhaus. Also ich finde das erstmal richtig schön gemacht. Das ist groß. Das ist eigentlich genau das Richtige. Ich bin total geflasht gerade. Zum Ferienhaus gehört noch eine Terrasse mit kleinem Garten an einem Kanal. Viel Platz für die Kinder zum Spielen. Vater Jansen schafft es gerade noch, fürs Mittagessen der Kinder den mitgebrachten Grill anzuwerfen. Dann ist für ihn erstmal Schicht im Schacht. So. Oder einfach mal. Angekommen, nichts mehr machen. Warte. So? Ja. So bleibe ich jetzt. Ja. Ich bin gerade noch ein bisschen kaputt, aber ich glaube, wenn wir jetzt was gegessen und was getrunken haben, dann geht's besser. Ja. Dann freue ich mich echt auf die Kinderdisco. Ich bin so gespannt. Ich will am liebsten mittanzen. Und Papa Jansen ist schon wieder auf den Beinen. Während er grillt, kümmert sich Ivona um den Rest. Trotz Stress, ohne Kinder zu verreisen, können sich die Eltern nicht mehr vorstellen. Ich bin die 6 Kinder ja gewohnt. Das ist ja nichts Ungewöhnliches für mich. Deswegen, ich möchte auch gar nicht so richtig alleine wegfahren. Das fehlt mir dann halt auch irgendwie. Also ich möchte schon mit den Kindern zusammen sein und das passt schon. Okay, wir müssen aber gleich nochmal. Auf einen schönen Urlaub. Yay! Nach dem Essen gibt's dann den ersten Programmpunkt im Feriendorf, auf den sich Alia riesig freut. Alia, wohin geht's jetzt? In die Kinderdisco. Und dafür werfen sich die Kleinen so richtig in Schale. Familie Jansen ist mit ihren Kindern fast 3-mal so groß wie die deutsche Durchschnittsfamilie. Zusammen fallen sie immer auf, egal wo es hingeht. Mini-Disco! Welche Leute machen alle mit dem Mini-Disco? Komm alle nach hier, komm dabei, komm dabei. Welche Leute sprechen alle Deutsch? Wo sind meine deutschen Freunde? Da können sie alle die Hände nach oben. Nach die Seite. Nach vorne. Unten. Naina und Mia tanzen sofort mit. Doch Alia wirkt nicht begeistert. Irgendwie kommt der holländische Entertainer nicht an. Auch nicht bei den Jungs. Alia traut sich nicht mal zu tanzen. Ich habe gar nicht so richtig mitgetanzt. Vielleicht war die Fahrt für alle ja doch etwas zu anstrengend. Die Kinder sind müde. Mama, ich möchte Du möchtest nach Hause gehen? Nein, wir möchten die Kinderdisco gucken. Während die Jansens immerhin schon im Urlaub sind, startet in Oldenburg Großfamilie Kehmeier erst jetzt. Ja, wir fahren jetzt los, Mausi. Kannst deine Schuhe schon mal anziehen? Nö. Beutel nicht vergessen. Seid ihr fertig? Ja. Sehr gut. Zunächst müssen Mutter Arti und die Kinder noch Vater Sven von der Arbeit abholen. Er hat erst ab Nachmittag frei. 6 Kinder plus Gepäck in einem Bus. Das wird eng. Die Fahrt in den Harz dauert gute 3,5 Stunden. Ja, also ich glaube, sie wird für uns alle anstrengend. Außer wenn sie jetzt alle gleich schlafen. Ich schlafe nicht. Aber also die Kleine schläft wahrscheinlich jetzt gleich erstmal, dann haben wir ein bisschen Ruhe und dann kriegen wir das schon irgendwie hin, ne? Dass wir die bespaßen und ja, großes Gejaule wird es, glaube ich, nicht geben. Außer wenn wir jetzt irgendwie 2 Stunden im Stau stehen, dann könnte es natürlich nicht so angenehm werden. So, seid ihr alle angeschnallt? Ja. Nee, Tom noch. Jetzt fehlt nur noch Papa Sven. Dann kann es losgehen in den ersten gemeinsamen Campingurlaub. Hier. Du mal. Bist du angeschnallt? Komm. Und alle fertig? Ja, das steht schon. Arti fährt nicht gerne lange Strecken. Das überlässt sie ihrem Mann. Knapp 300 Kilometer sind es bis in den Harz. Wenn alles gut läuft, sind sie in 3,5 Stunden dort.
Wir müssen jetzt erstmal auf die A27 kommen, das ist das Wichtigste. Soll da nicht in den Stau kommen. Anfangs sieht es gut aus, aber so langsam wird der Verkehr immer dichter. Svens Befürchtung wird wahr. Nichts geht mehr. Ja, uns platt macht. Das zu dem Thema. Gut durchkommen. Oh, ich kann jetzt schon heulen. Aber hier geht's nicht. Wer hat's nur hier geklappt? Ach, wieder. Clara, ich würde noch ein bisschen schlafen. Guck jetzt gleich. Hör mal. Mama schläft auch gleich. So ein Pech. Wegen dieser Tagesbaustelle muss das Zeltabenteuer erst mal warten. Vater Sven versucht, die Stimmung zu heben. Das dürfte auch wenig das einzige Stück nur sein hier, bis die Baustelle vorbei ist. Und die ist in 10 Kilometern vorbei. 20. Und da hat sie leider recht. Nach einer quälenden Stunde drücken die Blasen so, dass alle raus müssen zur Raststätte. Doch die Familie will sich ihre Vorfreude auf den Urlaub nicht verderben lassen. Arti, was machen die Kinder? Alles gut, haben ganz viel geschlafen, gegessen. Alles wunderbar. Schatzstau, mega Stau. Ja, alles gut. Jetzt müssen alle Pipi machen. Mäuschen? Ja, im Moment die Fahrt ein bisschen anstrengend. Der Stau. Und dann haben wir immer gewartet, bis die erste Raststätte kommt, aber es kam keine. Und jetzt sind wir ein Auto runtergefahren. Und dass wir zumindest alle mal auf Toilette können, schnell. Ein Eis. Und ein Eis. So, los geht's. Die kleine Stärkung mit Eis und Kaffee schlägt für 7 Personen gleich mit 18 Euro zu Buche. Baby Clara ist noch bei den Eltern mit. Sie hat als Nachzüglerin sowieso eine Sonderstellung in der Familie und wird von allen umsorgt. Ich weiß gar nicht. Das ist mein Brownie. Was meinst du, wie wird das mit Baby beim Zelten? Ich bin gespannt, also ich weiß es nicht. Nervig. Ich glaube, ich lege mich irgendwie zum Ausgang hin, dass nicht nachts jemand irgendwie abhaut oder so. Und wir morgens wach werden und die Hälfte der Kinder sind weg, irgendwie so, dass du die einzige Angst nicht hast. Das kann passieren. Ich mal zurück. Ein Auto kommt. Clara haut nämlich gern ab. Aber Clara hat ja 5 Geschwister und ihre Eltern, die nach ihr schauen können. Kommt denn Mutter Arti allmählich in Urlaubsstimmung? Ja, die Vorfreude noch nicht so wirklich, wenn das Zelt steht vielleicht. Aber erst mal gucken, wie das so ist. Und dann entscheide ich mich, ob ich Vorfreude habe oder Freude habe oder lieber ins Hotel ziehe. Oder steht oder fällt alles mit meinen Zeltbaukünsten. Ob Artis Skepsis verfliegt, wenn sie erst mal den Campingplatz sieht? Nach mehr als 4,5 Stunden Fahrt sind sie endlich am Ziel, bei Braunlage, mitten im Naturschutzgebiet. Aber leer sieht es hier nicht aus. Zwischen den Wohnmobilen findet die Familie schließlich doch noch ein passendes Plätzchen. So. Endlich. Wir sind da. Oh, schön. Guter Platz, oder nicht? Ja. Tilge hat auch den Weg zur Toilette direkt um die Ecke. Ja, ich auch. Und wir haben alle Steckdosen. Und mein Handy ist Steckdosen. Toiletten sind nicht weit, also Topplatz. Und Steckdosen sind nicht weit. Ja, genau, das ist doch gut. So, erstmal den Zeltplatz checken. Und welchen Eindruck macht denn nun die Campinganlage? Ja, ganz gut. Also sieht ganz nett aus. Papa. Bin gespannt, wie es gleich wird. Klasse. Papa. Wir haben ja auch noch Feuerwehren hier, die Oldtimer. Sind doch, wird doch bestimmt spaßige Abende hier. Ja. Schön. Ja. Das Ausladen geht wie von selbst. Ja. Erster Teil vom Zelt. Am Urlaubsziel sollte ja normalerweise die Erholung einsetzen, doch auf beide Eltern wartet ein solider Arbeitseinsatz. Weil sich die Familie durch den Stau gehörig verspätet hat, knurren den Kindern jetzt die Mägen. Statt beim Aufbau des Zeltes zu helfen, muss sich Arti erstmal ums Essen kümmern. Arti, was willst du jetzt kochen heute Abend? Ich werde jetzt gleich auf jeden Fall so eine Frühlingszwiebel mit Champignons und Käse und Baguette. Ich auch ein Pfanne machen. Ja, in der Pfanne. Wenn das hinhaut. Schauen wir mal. Und wenn sich die Pfanne und die Frühlingszwiebeln irgendwo finden? Unterdessen plagen Vater Sven und seinen ältesten Thies ganz andere Sorgen. Ich glaube, die Hälfte der Truppe ist schon nicht mehr einsatzfähig hier. Die beiden sind personell deutlich unterbesetzt. Beim Aufbau des Zeltes sollten ja eigentlich alle mithelfen. Bis auf Thies bleibt aber keiner länger dabei.
froh sein. Ist so ein bisschen Abenteuer, klar. Wenn das Zelt steht, und dann werden sie nachher alle glücklich sein. Kennen die alle. Fragt sich nur, wie lange es noch dauert, bis der Glücksmoment einsetzt. Das Problem, das Zelt ist zu groß und die Kinder zu klein. Helfende Hände hat man. Das ist natürlich der Vorteil, den man hat. Wenn die jetzt größer werden, dann können sie auch mal mithelfen. Aber im Moment ist es für die ist noch eher schwierig. Thies ist in einem Alter, wo er es wirklich machen kann. Aber den anderen, wie sieht's, Tom ist sofort abgelenkt. Aber ist auch in Ordnung. Wenn Thies und ich da dranbleiben, dann schaffen wir das. Obwohl Sven seit einer halben Stunde mit den Stangen kämpft, bleibt er Optimist. Schafft er es, das Zelt rechtzeitig zum Abendessen aufzurichten? Das ist meine neue Küche. Keine Ahnung, ob das das wird. Und wenn das nicht hinhaut, dann ja, ist das so. Dann müssen wir anderweitig irgendwie gucken, wo wir was zu essen herkriegen. Auch an der Kochfront bleibt es also spannend. Immerhin, die Zeltplanen formen sich allmählich zu einer Behausung. Wenn es jetzt richtig arbeitet hier, weil das ist echt anstrengend. Es steht auch in der Verpackung drin, dass man empfohlenerweise mit 2 bis 3 Leuten das aufbaut. Jetzt kann ich es nachvollziehen, warum. Also das ist schon. Oh. Also durchdacht ist das auch nicht richtig, dieses System hier. Unterdessen dort, wo nichts aufgebaut werden muss. In der Ferienhaussiedlung an der Nordsee ist Familie Jansen voll im Urlaub angekommen. Jetzt wollen sie zum Strand. Für Mutter Ivona ein großer Traum. Ich freue mich riesig aufs Meer. Für die Rheinländer ist das etwas ganz Besonderes. Ich habe Bock, so richtig tief zu schwimmen. Weil sie auch für den Ausflug zum Strand viel Gepäck haben, geht's mit den Autos dorthin. Das Wasser liegt irgendwo hinter dieser riesigen Düne. Der Strand in Brouwersdam ist extrem breit und bei Kitesurfern beliebt. Doch statt Planschen im Meer heißt es für Mutter Ivona zunächst, das 13 Wochen alte Baby füttern in der Strandbar. Ich geh mal gucken, wie kalt das Wasser ist, und dann komme ich direkt wieder zu euch. Glaub mir, das geht ruckzuck. Sabi, du gehst nicht weiter als bis zu den Füßen mit ins Wasser. Okay. Nicht ohne uns. Weil das Meer tückisch ist und noch nicht alle Kinder schwimmen können, soll ein aufblasbarer Vogel für Sicherheit sorgen. Erste Trockenübungen funktionieren schon mal. Gefüttert, eingecremt und mit allerlei Plastik und Gummitieren gerüstet, geht's für die Familie nun endlich Richtung Wasser. Die Kinder stört es nicht, dass Ebbe ist. Hauptsache schwimmen. Sehr gut, ich mag das Meer hier. Ivona behält den Überblick über die ganze Familie. Sicher ist sicher. Das ist der Urlaub, von dem sie schon lange geträumt hat. Herrlich geht's mir. Mir geht's super. Die Jansens haben das ganze Jahr für diese Momente gespart. Die Arbeit lohnt sich auf jeden Fall, um mal hier am Strand zu sein. Sehr schön hier. Auch Baby Keanu hat jede Menge Spaß, wie seine Geschwister. Der Ausflug zum Strand ist ein voller Erfolg. Doch wie werden die nächsten Urlaubstage verlaufen? Zurück vom Meer in die Berge. Im Harz wird es allmählich Abend und Vater Sven quält sich immer noch beim Zeltaufbau. Es will einfach nicht gelingen. Hochziehen, hoch. Ja. Alter, sind alle Steine hier. Spannung und gerade. Thies, nicht 2 auf eine Seite, das bringt nichts. Aber dann hängen wir hier hinten auf dem Nachbargrundstück. Das ist nicht schlimm. Nur gerade halten, gerade halten. Das ist aber noch nicht richtig auf Spannung, oder? Das machen wir gleich. Dann endlich, der erste Hering ist im Boden. Währenddessen kümmert sich Arti um die Luftmatratzen. Das Riesenzelt steht. Und innen sieht es sogar richtig gemütlich aus. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwelche Haken vergessen habe. Aber ich denke, ich müsste jetzt gleich fertig sein. Die Betten können bezogen werden. Die Arbeit hat sich gelohnt. Ja, ich bin auch durch. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Ich glaube, ich springe heute Abend noch unter die Dusche. Wollte ich eigentlich nicht mehr, aber ich bin echt komplett durch. Oh, die Banane.
Ja, ich tu meinen Mülleimer. Bring mal da rein. Schau, mein Mülleimer. Hier ist ein Mülleimer. Aber wird. Jetzt fängt der Urlaub an. Es war schweineheiß hier drin, aber was? Gleich. Und wie stellen sich die Kleinen die erste Nacht im Zelt vor? Wird nicht so cool, also heiß. Trotzdem freue ich mich so ein bisschen. Ja, ist, glaube ich, ganz gemütlich. Ich glaube, die Schlafsäcke werden wir nicht brauchen. Die werden wir danach rausschmeißen, weil es echt warm ist. Aber wir warten mal auf. Oh, das ist tierisch heiß hier, oder? Weil das Zelt dann doch alle beansprucht hat, musste Arti das Essen vernachlässigen. Jetzt bräuchte sie Hilfe. Schatz, was? Du darfst kochen. Nee. Fängt jetzt der Urlaub für dich an? Jetzt fängt der Urlaub an. Jetzt krieg ich lecker Essen von meiner Frau. Hoffe ich mal. Und dann kann losgehen. Jetzt brauchen wir eine Dose Bier. Ich glaube nicht. Hä? Ich glaube nicht. Warum nicht? Ich habe da jetzt auch das Zelt aufgebaut, ja, mein Schatz. Nee. Aber das machen wir gleich zusammen. Was? Na, kochen. Das Problem, Arti hat hier keine Küche wie zu Hause. Deshalb ist jetzt Svens Camping-Erfahrung gefragt. So, Kinders, Schatz? Ja? Ich probiere das jetzt noch mit dem Ding hier. Ich habe damit noch nie gekocht. Ich weiß nicht, ob das zu klein ist oder ob das geht. Ja. Sonst müssen wir uns irgendwo was leihen. Was haben wir denn hier? Pizzadienst. Nee, nichts Pizzadienst. Wir haben ja schon so viele Leute kennengelernt, da können wir auch fragen dann. Einen Versuch ist es zumindest wert. Sven hat zwar schon länger nicht mehr den Campingkocher benutzt, aber das kann ja nicht so schwer sein, oder? Ich weiß nur nicht, ob das zu klein ist. Ja, vielleicht hätten wir extra was. Deine Pfanne, ich glaube, die kannst du nachher wegschmeißen. Meinst du? Das ist ja eher deine Pfanne, weil du hast sie gekauft. Ich weiß nicht, wie viel muss da denn rein von dem Zeug? Ja, hau ruhig voll, das geht ja gleich ein. Ja? Nicht alles. Nein. Kannst du ja nicht. So, das reicht. Ja? Das ist viel zu viel. Ihr Schatz, das wird nicht so heiß wie zu Hause. Nee? Nee. Nicht da anfassen, Mausi. Schön hier bleiben. Es scheint tatsächlich zu funktionieren. Dem Abendessen steht also nichts mehr im Wege. Es gibt die geplante Champignonpfanne unter freiem Himmel. Hey, warte, ich puste. Puste? Seid ihr einen satt geworden? Gut, ist nicht mehr heiß. Also schmecken tut das. Ist sehr lecker. Du kriegst gleich was zu trinken. Erst essen. So, die nächsten können sich schon mal stark da machen. Es gibt keine nächsten. Doch ich hab nur so ein bisschen. Nach einem stressigen Start ist nun auch für Großfamilie Kehmeier endlich Urlaub angesagt. Man kann schon von Urlaub sprechen, wenn alle sechs Kinder beschäftigt sind. Und selbst Clara hat jetzt schon einen kleinen Freund gefunden und ist ganz happy. Und ja, dann ist es einfach auch so ein bisschen Entspannung, weil man weiß, dass die Kinder Spaß haben. Es ist halt auch schön für einen selber. Ist halt dieses Gemotze auch nicht da, dass dann irgendwie, was machen wir heute? Und hier können wir nichts machen. Die gehen raus und haben sofort nach fünf Minuten andere Kinder kennengelernt. Das ist toll. So kenne ich das aus meiner Kindheit. Und das ist schön, dass unsere das genauso machen. Die Familie kann nun 3 Tage hier auf dem Campingplatz genießen. Fragt sich nur, wie wird die erste Nacht im Zelt? Zurück in die Ferienanlage nach Holland. Die hat einiges an Freizeitspaß zu bieten. Zum Beispiel Minigolf. Das müssen die älteren Kinder zusammen mit Vater Felix unbedingt ausprobieren. Jetzt musst du versuchen, da reinzukriegen. Zielen, zielen. Ja, wunderbar. Auf jeden Fall ist das was Besonderes, mit den Kindern mal Zeit zu verbringen jetzt im Urlaub. Ich bin durchschnittlich, bin ich 11 bis 12 Stunden bin ich aus dem Haus. Dann eigentlich so im normalen Alltag ist halt nicht besonders viel Zeit. Aber so richtig Zeit verbringen, dafür sind halt die Wochenenden da und eben Urlaub, so wie jetzt. Als IT-Elektroniker kann er seine Familie gut ernähren. Mit den rund 1500 Euro Kindergeld monatlich reicht es zum Leben. Für Urlaub müssen sie aber sparen. 6. Bin ich dran? Supi, du hast jetzt eine 6. Ich hab eine 7. Ob das Golfen auch beim anderen Teil der Familie ankommt? Supermama Ivonna packt die Neugier. Finally, ich hab getroffen, 6. Aber einmal möchte ich auch probieren. Ah, du bist nicht im Spiel dabei. Ich weiß, ich möchte mich aber trotzdem Einmischen. Dann mach für mich. Ich mach für dich? Ja, mach's für mich. Bist du sicher?
Ja, ich bin sicher. Also, du bist ein Tommy Gehilfe. Kann nicht wissen. Schlechter werden, Evan. Es ist unheimlich schön, auch mal das zu tun, was man will. Nein, du hast Minigolf spielen oder so, so tagsüber, das habe ich halt nicht. Ne? Tagsüber bin ich halt nur Mama. Und dann ist es auch mal schön, mal kurz so Minigolf zu spielen. Komm, mach rein. Vier. Du warst besser als ich. Ja, ich habe auch nicht gefuscht. Du warst besser als ich. Ich habe den Schlag eben nicht gesehen. Ich kann nein, nichts dazu sagen. Überhaupt nicht gefuscht. Check. Doch nicht immer ist alles High Five. Plötzlich kippt die Stimmung. Auf, schon wieder auf! Alia holzt mit dem Schläger auf die Beine ihrer Mitspieler. Verständnis braucht sie dafür auch bei ihrer Mutter nicht zu erwarten. Lass mich denn! Alia ist manchmal ein bisschen schwierig. Jetzt hat es ihr großer Bruder abgekriegt. Nee, du hast zweimal hast du mich vollgeknüppelt und jetzt noch ein Rico. Ja, richtig im Gesicht. Geht? Auge getroffen oder daneben? Nein, hier. Oh, Junge. Die hat mich einfach mit dem Golfschläger voll ins Gesicht gehauen. Ja, das war nicht absichtlich. Ja, die hat einfach so. Bam. Ja, du musst ein bisschen aufpassen. Mit Gefühl. So, ich bin auch dafür, wir hören jetzt so auf. Und nicht so. Ich auch. Ja, gut. Der Familie ist der Spaß am Spiel vergangen. Zum Glück wissen die Eltern genau, wie sich die Kinder wieder beruhigen lassen. Ein Eis kühlt die erhitzten Gemüter herunter. Vater Felix und Rico rechnen die Ergebnisse aus. 81, gewonnen. Okay. Ein Punkt habe ich weniger als Papa. Zweiter, Fabio Dritter, Alia Vierte. Papa hat gewonnen und unter den Geschwistern ist wieder alles vergeben und vergessen. Für den Nachmittag hat sich Mutter Ivonne eine Überraschung für die Mädchen überlegt. Sie fahren zu einem Reiterhof. Ein Pferd! Ein Schimmel! Oh. Ein Schimmel, Mama! Ein Pferd! Und gleich geht's mit den Pferden raus ins Grüne. Die Mädchen dürfen Pony reiten. Die Kinder sind total begeistert. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Zuerst gibt es noch Reiterhelme. Und Stiefel dürfen nicht fehlen, auch wenn sie ein bisschen zu groß sind. Die Mädchen lieben Ponys. Zu Hause in der Großstadt gibt es aber kaum eine Chance zu reiten. Stimmt. Nein, weg. Ich hatte doch gerade mein Handy. Wo ist das hin? Das kannst du auch zusammen. So. Zügel und das Sattel. Die Kinn hoch. Die zweijährige Mia sitzt heute zum ersten Mal auf einem Pony. Vater Jansen ist richtig stolz. Sehr schön, gibt nichts Besseres, als meine Mädels so strahlen zu sehen. Und los geht's zum Ausritt ins Grüne. Schnell. Es ist wirklich, wirklich toll hier. Also so einen schönen Reiterhof habe ich noch nicht gesehen. Und es ist einfach toll. Im Alltag hat die Großfamilie zwischen Wäschebergen und Hausaufgaben einfach keine Zeit, aufs Land zu fahren. Das holen sie jetzt aber alle nach und genießen die gemeinsame Zeit in vollen Zügen. 600 Kilometer östlich, Aufwachen am Campingplatz im Harz. Im himmelblauen Zelt hat Familie Kehmeier die erste Nacht hinter sich. Erholsam war das nicht. Eltern und Kinder fühlen sich gerädert. Anders als erwartet war nicht die Hitze das Problem. Also wir haben fast gar nicht geschlafen, Arti und die Kinder sehr wenig. Nur, ich glaube, Clara hat komplett durchgeschlafen und Tom hat relativ viel geschlafen, ne? Also wir sind um 11 Uhr ins Bett gegangen und sind aber die Temperaturen so in den Keller gegangen, dass wir alle so doll gefroren haben, dass wir alle Kinder noch ein bisschen mehr anziehen mussten heute Nacht. Das heißt, haben alle lange Jogginghosen, Jacken, also alles, was wir hatten, eingepackt. Und ich habe echt schon überlegt, wo ich einen Heizlüfter herkriege.
Aber es war schon echt extrem. Also ich hätte so 5-6 Grad waren das nur. Und ja. Die Familie bleibt tapfer und startet in den Tag. Mutter Arti organisiert die Morgentoilette. Weil es einfacher ist, gibt es heute für alle nur eine Zahnpasta. In den Waschräumen am Campingplatz sind Männer und Frauen getrennt. Es ist halt so wie nichts anderes als zu Hause. Am Bus hat Arti inzwischen den Frühstückstisch gedeckt und macht die Mädchen für den Tag fertig. Papa. Ja? Das ist Hasi. Deine Zahnbürste? Das sind keine Zahnbürsten. Das müsst ihr da wieder reintun. In der gib die Mama. Mama ist ja schlecht. Sven findet Gefallen am Campingkocher. Das improvisierte Essen kommt bei den Kindern so gut an, dass es schnell Verteilungskämpfe gibt. Das war meins! Das ist doch ganz egal, das ist doch das Gleiche, Tom. Hier ist noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Hier fliegen überall so Wespen rum. Hier sind wir auf dem Campingplatz. Das sind Schwebefliege, oh, das sieht doch nicht immer doch so, nicht Mann. So. Mann, Zelten ist gewöhnungsbedürftig, aber auch spannend. Diese Art von Urlaub lässt sich nicht mit dem aus dem Reisekatalog vergleichen. Auch preislich nicht. Mit 6 Kindern im Hotelzimmer, man müsste rein theoretisch 2 bis 3 Hotelzimmer haben. Dann, das geht richtig ins Geld. Und fliegen ist noch mal viel, viel mehr. Also das geht quasi gar nicht. Also das ist nicht machbar. Den Eltern ist wichtiger, dass sie mit ihren Kindern etwas zusammen erleben. Deshalb geht es jetzt zu einem Freizeitpark am Brocken. Die Kemeyers wollen mit der Sommerrodelbahn fahren. Um dorthin zu kommen, müssen sie aber erst mal in eine Gondel. Oh, ganz nervös. Ich weiß nicht, ob ich alleine fahren soll, weil ich es gemacht habe. Ja, wer geht denn jetzt in eine Kabine? Ja, du mit ein paar Kindern und ich mit ein paar Kindern. Ich möchte mit dir. In eine Kabine passen sie zu 8 nämlich nicht rein. Als Großfamilie ist so ein Ausflug aufwendig und kostet. Also können wir nicht jedes Wochenende machen. Ja, also ist ein kleines Highlight, weil 50 Euro, wenn wir das jedes Wochenende machen würden, das wäre schon sehr hart. Ja. Die Seilbahn sieht eigentlich ganz normal aus, aber jetzt die Überraschung. Es gibt Glasböden. Man sollte schwindelfrei sein. Boden ist cool. Oh Gott. Es wackelt schon. Halt auf. Nein, es wackelt. Oh nee, ich kann da nicht runterkommen. Guck mal nach unten, Mama. Guck nach unten. Nein. In den Bach. Guck nach unten, Mama. Guck nach unten. Das Geld ist nicht wert. Man kann besser hochlaufen. Dann hätte man aber nicht solch einen tollen Ausblick auf den Nationalpark Harz. Nach 8 für Arti endlosen Minuten ist es soweit. Die Seilbahn hat die 244 Höhenmeter bis zur Bergstation geschafft. Und Schatz, wie war? Na schön. Schon krass, oder? Papa mit so einem Boden da unten. Quasi. Wir haben die Jugendherberge gesehen. Ja. Ist ein Kinderwagen? Ja. Ja? Pack sie mal. Jetzt geht es zur Sommerrodelbahn. Da heißt es aber erst mal anstehen. Es ist Ferienzeit und viel los im Freizeitpark. Bis auf Baby Clara sind alle anderen 5 Kinder mit am Start. Ja, das passiert bei einer Sommerrodelbahn. Ich hab schon so ein bisschen Schiss. Nö, Angst habe ich nicht. Ich freue mich drauf. Josi meint wahrscheinlich, dass ich zu lahm bin, aber ja. Wir geben gleich Gas, Mausi. Und ab geht's. Mit bis zu 40 km die Stunde, 1 Kilometer den Berg runter. Laura und Till fahren als Erste. Dann Sven mit Tom zusammen. Die Kinder sind begeistert. Das war so. Ich fahr nie wieder. Doch, gleich noch eine Runde. Kann man weiterfahren? Nee, ne? Doch. Geil, ohne Bremsen. Noch eine Runde. Und schon kommen auch Vater und Sohn den Berg runtergeschossen. Hat voll Spaß gemacht, ne? Ja. Unsere Vordermänner sind ein bisschen langsam gefahren, deswegen mussten wir bremsen zwischendurch. Aber sonst war es super, ne, Tom? Hm. Ja? Wir können ja noch mal fahren. Gucken wir gleich mal, ne? Der Freizeitpark war ein voller Erfolg, aber noch nicht alles für heute. Dann wollen wir mal schauen. Denn es steht noch ein großer Traum von Vater Sven an. Einmal ganz hoch auf den Brocken hinauf mit der Dampflok. An der Station 3 Annenhohne soll es mit der Schmalspurbahn losgehen.
freue mich da schon ganz lange drauf. Bis jetzt haben wir es nicht geschafft. Immer haben wir irgendwelche Sachen gemacht, die für die Kinder waren. Und jetzt konnte ich mich durchsetzen, dass wir jetzt wirklich mal auf den Brockenhof fahren, ne, Clara? Ich meine, wo sieht man das? Solche alten Dampfloks noch heutzutage rumfahren, heutzutage die ICEs und so, das ist ja nichts Besonderes mehr. Aber das ist was, was man wirklich ein einmaliges Erlebnis, das hat man, glaube ich, nirgendwo mehr sonst. Also ich freue mich total. Und endlich kommt der Zug. Die historische Lokomotive stammt von 1931. Svens Begeisterung überträgt sich auch auf seinen ältesten Sohn Thies. Die Lok ist ziemlich groß und ich hätte nicht erwartet, dass jetzt, wenn die steht, so viel Dampf da rauskommt. Und dass sie so groß ist, ne? Dass die erstens so groß ist und zweitens, dass sie so stinkt, ehrlich gesagt. Ein Nostalgietrip für Liebhaber. Die achtköpfige Familie verteilt sich auf einen kompletten Waggon. Zum Glück gibt es nachmittags genug Platz im Zug. Und Sven ist in seinem Element. Die Fahrt ist ein Erlebnis. Ich finde so ein bisschen Oldschool-Zug fahren, so wie früher ein bisschen, die alten Waggons. Also ich finde das toll. Man riecht es natürlich und man sieht es. Thies ist auch total begeistert, ne? Ja, ich finde das toll. Wenn wir jetzt gleich oben am Brocken sind, ne? Da haben wir bestimmt eine ganz tolle Aussicht. Ich finde das total schön. Also es ist ein ganz tolles Gefühl, mit den alten Waggons, also mit der alten Lok zu fahren. Und die Aussicht ist echt ganz, ganz schön. Also die Kinder sind, glaube ich, auch echt begeistert. Nun ja, irgendwann wird es den Kids doch etwas langweilig. Die Fahrt dauert immerhin eine gute Stunde. Der Zug muss knapp 600 Höhenmeter überwinden. Dafür umrundet die Bahn den Berg 1,5 Mal. Der Brocken ist mit 1142 Metern der höchste Berg Norddeutschlands und spätestens seit Goethes Faust sagenumwoben. Guck mal hier, wie toll das ist, die Aussicht. An guten Tagen wie heute reicht die Sicht bis zu 200 Kilometer weit in die Ebene. Und wie kommt das bei den Kindern an? Höher als ich erwartet habe. Es gefällt mir alles eigentlich ziemlich gut mit dem weiten Blick da ganz heraus. Ja. Alle zusammen auf dem höchsten Berg Norddeutschlands. Das muss natürlich ins Familienalbum. Nicht leicht bei so vielen Personen. So, mein Arm ist zu kurz. Ich kann nicht gucken. Ich sehe nichts. So, warte. Trotz schlechtem Schlaf haben Sven, Arti und ihre sechs Kinder eine erlebnisreiche Zeit. Und wenn es auch nur 2 Meter extra sind, selbst die Kleinsten wollen ganz hoch auf den Gipfelfelsen. In der Feriensiedlung in Holland dagegen hat Großfamilie Jansen den Rest des Tages eher gemütlich verbracht. Mutter Ivonna und Vater Felix nehmen sich mal richtig Zeit, um mit den Kindern gemeinsam zu kochen. Meeresluft macht hungrig. Das Abendessen ist fast fertig. Es gibt Nudeln mit Thunfisch-Tomatensoße, etwas, das allen schmeckt. Ist das Spaghetti? Ja, Nuna. Genau. Musst du mal gucken. Das ist der Name. Ich bin das Erste. Danach ich ja? Nein. Da habe ich 2 Löffel. Ich hab 3. Du hast doch 3, wenn du das schaffst. Oh ja. Brighter than the sun. Bei 8 Kindern bleibt wenig Zeit für die Eltern selbst. Und dennoch. War bisher sehr schön. Und ich denke mal so, in 1-2 Tagen bin ich so richtig tiefenentspannt. Auch bei Ivonna fällt die Anspannung der letzten Tage ab. Ich fühle mich da wohl, wo die Kinder sich wohlfühlen. Mir geht das Herz auf, wenn ich... Entschuldigung. Alles gut. Es passiert mir so oft. Wenn ich die Kinder sehe und die freuen sich so sehr, dann freue ich mich mit. Und das ist für mich das Größte. Wir haben dich alle lieb, Mama. Ja. Also es gibt für mich nichts Schöneres. Ich bin einfach glücklich, wenn meine Kinder sich freuen. Und das tut's hier. Allen wird klar. Gemeinsame Zeit in einer Großfamilie ist etwas unglaublich Kostbares.
Auch am Zeltplatz im Harz freut man sich aufs Abendessen. Den Umgang mit dem Campingkocher hat Sven inzwischen perfektioniert. Bei Würstchen aus der Dose. Er genießt die letzten Sonnenstrahlen. Wir essen jetzt schön noch was, machen gleich ein bisschen Lagerfeuer an. Und dann hoffen wir, dass die Kinder früh ins Bett gehen und wir vielleicht gleich auch noch ein Stündchen mal für uns haben. Dass wir uns hier zusammen hinsetzen können zu zweit und dann einfach den Tag ausklingen lassen. Aber es war schön. Also der Urlaub hat für uns angefangen. Als Nachtisch gibt's noch selbst geröstetes Brot vom eigenen Lagerfeuer. Und was hat euch am besten gefallen? Thies, Till? Mir hat heute die Zugfahrt am besten gefallen. Zugfahrt? Wer ist denn am liebsten mit der Sommerrodelbahn gefahren? Oh, ich. Oh, siehst du, Sommerrodelbahn, ne? Wir haben ohne Bremsen durchgefahren. Ohne Bremsen, ja. Sogar Arti hat sich mit dem Campen angefreundet. Kann sie etwas Arti-Zeit genießen? Also Arti-Zeit habe ich überhaupt gar nicht. Sven-Arti-Zeit haben wir auch nicht. Aber wir genießen das halt auch, dass wir mal die Zeit mit den Kindern haben, ohne den Alltagsstress. Und es bleiben ihnen ja noch zwei weitere Tage. Zelturlaub zu acht ist nicht ganz leicht, aber Kemeyers genießen nun jede Sekunde bei ihrem Urlaubsabenteuer XXL.